Da startet er dann den Versuch, Sieg Nummer 7 einzufahren. Und ob das geklappt hat, verrät ihn jetzt mein Kollege Thomas Vaupel. Zunächst mal hieß es Schlange stehen beim 18. Karl-Münzer Triathlon halten. Wie letztes Jahr ist der Diebold Markus wieder da. Und wenn er seine Form hat, die letzten Jahre, ist er wohl ganz vorne. Der Dr. Harald Funk ist ebenfalls da, der letztes Jahr der Zweite war. Und auch der letztjährige Drittplatzierte, der Markus Flade aus Nürnberg, ist ebenfalls am Start, sodass also ungefähr wieder dieser Einlauf zustande kommen kann. Die Favoritin bei den Damen, die Frau von Dr. Harald Funk, Heike Funk, die erst vor 3 Monaten zum dritten Mal Mutter wurde. Der Kampf um gute Plätze war verbissen. Jedoch die Entscheidung nach 1,3 Kilometern klar. Als erstes kam aus dem Wasser Markus Dippold aus Weiden, gefolgt von der Staffel aus Dackelhofen und circa eine Minute dahinter Dr. Harald Funk. Mein persönlicher Zeitplan, der lief ungefähr darauf raus, nicht mehr wie ungefähr eine Minute auf den Markus zu verlieren. Der ist extrem guter Schwimmer. Hat mir letzte Woche in Bad Abach, in Amberg beim Kurztriathlon sogar über 2 Minuten abgenommen. Und heute war es eigentlich besser. Also ich habe anscheinend eine gute Linie geschwommen. Weil das ist in dem Becken besonders wichtig, weil man hat auf dem Hinweg schwimmt man mit der Strömung, auf dem Rückweg gegen die Strömung. Und wenn man da, die Strömung ist halt überall im Wasser gleich. Und wenn man da an der falschen Stelle schwimmt, dann schwimmt man fast wie im Hamsterrad. Und also das hat eigentlich gut geklappt. Der Rückstand war nicht zu groß. Und nach knapp 25 von 42 Kilometern auf dem Rad war Harald Funk schon dran an Markus Dippold. Ja, der Harald ist als sehr starker Radfahrer bekannt. Also ich habe auch gesehen, dass er im Laufe der zweiten Runde auf mich aufgefallen ist, schön langsam. Da hat es eigentlich keinen Zweck, dass man da versucht wegzukommen. Ich habe dann auffahren lassen und habe dann versucht, dass er einigermaßen nicht allzu weit wegkommt. Und habe dann gehofft, ich kann den Markus ein bisschen überraschen und richtig entschlossen an ihm vorbeiziehen. Habe dann auch nochmal beim Überholvorgang das Tempo ein bisschen verschärft. Der war, glaube ich, dabei, also werde das wahrscheinlich gesehen haben. Aber man muss sagen, der hat noch Reserven gehabt. Er ist wahrscheinlich nur 95% gefahren und konnte auch nicht mitgehen. Obwohl wir von dem Zeitpunkt an, wo wir zusammen waren, sind wir deutlich schneller gefahren. Also sicherlich so 2 Stundenkilometer immer schneller. Aber ich konnte auch nicht kein richtiges Loch auffahren. Also der Abstand war relativ konstant. Er hat hinter mir das Rennen kontrolliert. Sodass sie die letzten Kilometer fast gemeinsam fuhren, zumindest fast gemeinsam zum letzten Wechsel kamen. Gerade mal 8 Sekunden betrug der Vorsprung von Harald Funk auf den 6-maligen Sieger Markus Dippold. Ich weiß, dass ich im Laufen ein bisschen einen Tick stärker bin und das konnte man eigentlich auch ausspielen auf dieser Strecke, die ja total übersichtlich ist, also als Pendelstrecke mit 2 Wendepunkten hinten. Und dann war es eigentlich verhältnismäßig in Anführungsstrichen locker zu laufen. Locker vor allem, da die Verpflegungsstellen in diesem Jahr ganz besonders gut gerüstet waren. Am Ende siegte also zum 7. Mal in Folge Markus Dippold aus Weiden in einer Zeit von 1 Stunde, 48 Minuten und 20 Sekunden. Aber auch der zweite, Dr. Harald Funk, konnte sich freuen, und zwar mit seinen Kindern, über den ersten Platz seiner Frau Heike bei den Damen. Für die Pietroff-Morde, wir sichern im